Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal wieder mit einem Lego-Set und zwar einem Bagger, der 42121, dem Heavy Duty Excavator. Ich habe ja schon mal ein Konkurrenzset von Kwuhui hier festgestellt, vor ungefähr einem Jahr. Mit dem Set hatte ich ja wirklich sehr viel Spaß. Und das war das Set, was mich zu Kwuhui als Hersteller überhaupt geführt hat. Und dann wollen wir doch mal schauen, was der Marktführer hier im Angebot hat. Genau wie das Kwuhui-Set ist auch dieses Lego-Technik-Set ein 2-in-1-Set. Und wundert euch bitte nicht, dass die Verpackung so aussieht, wie sie aussieht. Ich habe sie leider schon so geliefert bekommen. Gekauft habe ich das Set bei Amazon. Ist natürlich immer schade, wenn die Packungen dann so aussehen. Auf der Oberseite haben wir nochmal eine 1-zu-1-Abbildung der Schaufel. Und die ist sehr klein, muss ich sagen, im Vergleich zum Kwuhui-Bagger. Und auf der Rückseite sehen wir die Funktionen, die eigentlich genau wie beim Kwuhui-Bagger damals waren. Wir können einmal den Arm eben hoch und runter schwenken lassen und das ganze Gefährt kann sich um 360 Grad drehen. Dann haben wir noch das B-Modell abgebildet. Das ist so eine Art Raupenbagger. Leider wieder digital exklusiv die Anleitung, aber naja, wir kennen das ja so von Lego mittlerweile. Ich mache das ganze Set jetzt auf jeden Fall mal auf und wir schauen uns zusammen mal an, wie gut diese Packung mit Steinen gefüllt ist, denn die Kwuhui-Packung war einiges größer und nicht mal zur Hälfte mit Steinen gefüllt. Ich hoffe natürlich, dass das bei diesem Lego-Set jetzt anders ist. Und es ist ein ganz kleines bisschen besser, trotzdem ist hier das meiste Luft und wir sind hier maximal bei der Hälfte, die mit Steinen gefüllt ist. Also auch das wieder ein eher enttäuschender Anblick. Dann haben wir hier die ganzen Teiletüten und insgesamt sind es, so wie es aussieht, drei Bauabschnitte. Und zum dritten Bauabschnitt gehören dann noch die Kettenteile, die einzeln verpackt sind. Ich gehe mal davon aus, dass hier tatsächlich von den zwei Ketten die Glieder jeweils einzeln abgepackt wurden. Das wäre ein bisschen Plasteverschwendung, aber okay, dann muss man nicht so viel zählen. Ich weiß nicht, ich hätte es nicht gebraucht. Und pardon, es sind vier Bauabschnitte. Das hatte ich glatt übersehen. Neben den Teiletüten und der Anleitung finden wir auch noch diesen Stickerbogen. Der hält sich aber in Grenzen und ich möchte mich da auf keinen Fall beschweren. Es ist ein Lego-Technik-Spielset und da habe ich kein Problem mit Stickern. Immer mit der Einschränkung, dass bedruckt natürlich trotzdem cooler wäre. Und dann haben wir hier noch die Anleitung. Für Lego-Verhältnisse relativ klein. Das B-Modell ist aber natürlich eben nicht darin enthalten. Es ist wieder eine hochwertige Anleitung in Buchform. Das Papier fasst sich wieder sehr, sehr hochwertig an. Es wird nichts ausgegraut, sondern alles weiter in Vollfarbe dargestellt, wie wir das von Lego gewohnt sind. Und insgesamt haben wir 141 Bauschritte. Die Anleitung hat 119 Seiten und es ist natürlich wieder ein ordentlicher Werbeblock mit dabei. Und wir haben hier die Teileliste. Ihr könnt euch das Video wie immer gerne anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und dann interessiert es mich mal, wie dieser Lego-Technik-Bagger aus dem Jahr 2021 hier performt. Und auch wenn das Set aus 2021 ist, ist es immer noch überall erhältlich, also das ist noch nicht EOL gegangen. Wir sehen uns auf jeden Fall wie immer beim ersten wichtigen Bauschritt wieder. Und das erste Mal sehen wir uns nach Bauschritt 49 und damit nach der ersten Bauabschnittstüte wieder. Und wir haben damit tatsächlich eigentlich schon alles von den Funktionen gebaut. Und das bedeutet, wir können einmal hier rankurbeln und dann können wir die Schaufel eben vorne und wir können hier hinten drehen und damit den ganzen Arm nach oben und unten bewegen. Und ihr seht schon, man kann da wirklich sehr viel kurbeln. Gemacht wird das Ganze einmal hier über die zwei Zahnräder, welche dann über zwei Gelenke zum Aktuator getrieben werden. Und hier unten ist es eben nur eine Achse, die über zwei Gelenke zum Aktuator getrieben wird. Und die zwei kleinen linearen Aktuatoren machen dann eben die ganze Arbeit. Und damit ist, wie gesagt, der Hauptteil der Technik und damit eben der Baggerarm schon gebaut. Und wir sehen uns im nächsten wichtigen Bauschritt wieder. Und wir sehen uns wieder nach 104 Bauschritten und damit dem dritten Bauabschnitt. Ich muss sagen, der zweite Bauabschnitt war wirklich langweilig. Da wurde hier nur ein bisschen was verkleidet und nichts wirklich für das Set getan. Den musste ich nicht unbedingt zeigen. Den hätte ich wirklich nicht gebraucht. Der dritte Bauabschnitt ist dann ein Stückchen besser geworden, denn wir haben das gesamte Fahrwerk gebaut. Klar, die Ketten zusammenzustecken ist nie der größte Hit. Und ich verstehe auch nicht, wie Lego hier die Kettenglieder einsortiert hat. Es sind ja zwei verschiedene Tüten. In der einen Tüte sind die Kettenglieder für die eine Kette. Da sind zwei Ersatzteilkettenglieder drin. Und bei der anderen Tüte, für die andere Kette, ist nur ein Ersatzteilkettenglied drin. Also ich habe die zweite genauso gebaut und eben genauso viele übrig gelassen wie bei der anderen Tüte. Und die war dann auf einmal kürzer. Ist eine merkwürdige Sortierung, aber okay, Lego wird schon wissen, was sie da machen.
Das negative Highlight im Bauabschnitt 3 war, dass mir eine Dreierachse mit Stopper, diese braunen, hier gefehlt haben. Das war jetzt kein großes Problem, ich konnte die auch aus meinem eigenen Fundus kompensieren, aber nicht jeder hat einen eigenen Fundus und könnte das kompensieren. Abgesehen davon ist das sowieso einem Qualitätsmarktführer nicht würdig und bei Lego eher eine neuere Erscheinung. Ich hatte es bei Lego super lange, dass ich nie ein Fehlteil hatte. Und jetzt hatte ich innerhalb von 3 Lego-Sets, die ich in letzter Zeit gebaut habe und vor allen Dingen eben auch neueren Lego-Sets, 2-mal mindestens ein Fehlteil drin. Wie gesagt, alles kein Riesenproblem, aber das soll der Qualitätsmarktführer sein. Ja, und ansonsten haben wir wie gesagt das gesamte Fahrwerk hier gebaut. Das ist auch so schwenkbar, wie wir das kennen. Und haben in den 2 Bauschritten noch ein wenig vom Bagger hier verkleidet. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Fahrerkabine. Zum Kettentest muss ich sagen, fällt nicht komplett durch, geht aber auch auf jeden Fall besser. Das Ganze funktioniert auf einem Teppich oder ähnlichem mit mehr Grip aber sehr gut. Und dann laufen sie auch flüssig mit. Aber auf dem Endgegnertisch hier hat bisher eben nur Kobi gewonnen. Ich baue das Ganze jetzt auf jeden Fall noch zu Ende. Und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen Bagger wieder. Und fertig ist die Lego 42121, der Bagger. Und ich muss sagen, der ist ein ganzes Stückchen kleiner als der Kwuhui Bagger. Aber deshalb ist er nicht unbedingt schlechter. Durch die Übersetzung, die wir hier noch reingebaut haben, ist das Problem, dass man sehr viel kurbeln muss, damit etwas passiert, auf jeden Fall gelöst worden. Wir haben hier eine schöne Übersetzung und das Kurbeln hält sich in Grenzen. Wir haben jetzt nur noch in den letzten Schritten Deko rangebaut, wie hier zum Beispiel. Hier haben wir die Seite vervollständigt und hier haben wir die Seite vervollständigt und die Fahrerkabine ist mit dazugekommen. Ein Hauptbestandteil der Fahrerkabine ist diese Trans, ach kommt Leute, wir machen uns nichts vor, das Trans zu nennen wäre lächerlich, diese milchige Scheibe. Das ist wirklich milchig auf einem Niveau, wie ich es von Lego noch nicht gesehen habe. Wie gesagt, wir reden da wieder über das Thema Qualitätsmarktführer. Und durch diese milchige Scheibe seht ihr gar nicht, dass hier drin die Fahrerkabine eigentlich wirklich schön und liebevoll gestaltet wurde. Aber naja, das macht die Scheibe leider nicht besser. Neben diesem Bagger bekommen wir als Zubehör noch diese 4 Kegel. Die sind jeweils aus einer sehr einfachen Konstruktion zusammengebaut. Und 20 von diesen Steinchen hier zum Bagger. Den Stickerbogen habe ich euch ja schon gezeigt. Ich habe ihn diesmal weggelassen, weil ich ihn einfach auch nicht so wichtig finde. Aber wie gesagt, ich kritisiere ihn bei so einem Technikspielset auch nicht unbedingt. Bezahlt habe ich für diesen Bagger auf Amazon 25 Euro. Das Kwuhui-Gegenstück, was größer war und eigentlich dieselben Funktionen hatte, hat nur 15 gekostet. Und das war von der Teilequalität keinesfalls schlechter. Natürlich hat das Set alle Funktionen, die so ein Hydraulik-Bagger haben muss. Also eben das Bewegen des Arms und die Schaufel vor und zurück zu bewegen. Die funktionieren auch wirklich gut und der Bewegungsablauf ist flüssig und stimmig, fühlt sich damit auch sehr gut an. Trotzdem soll dieses Set im Normalfall 40 Euro kosten. 40 Euro dafür. Also da bleibt mir echt die Spucke weg. Wie gesagt, der Kwuhui Hydraulikbagger war größer, hatte genau dieselben Funktionen, war vielleicht von den Funktionen ein bisschen einfacher aufgebaut als der hier, aber hat 15 Euro gekostet. Dieser soll als UVP 40 kosten. Das ist ein dreister Preis. Aber leider ist das bei Lego ja die Regel geworden. Genauso wie diese scheußlichen blauen und bunten Pins. Aber okay, über die will ich mich gar nicht mehr beschweren. Wir haben schon oft genug über dieses Thema geredet. Und ich muss sagen, nach der UVP von dem Set fällt es mir wirklich, wirklich schwierig, hierfür eine Kaufempfehlung rauszugeben. Ich kann aber trotzdem eine rausgeben, weil man es, wie gesagt, auf Amazon für 30 bekommt. Und wenn man dann noch eine Rabattaktion oder ähnliches dazu hat, um die 25 dafür ausgibt, dann ist es immer noch kein super Schnäppchen in Klemmbausteinpreisen, aber in Lego-Preisen gerechtfertigt. Und dann werdet ihr damit auch auf jeden Fall Spaß haben. Aber für diesen Mondpreis, den Lego eigentlich dafür verlangen wollte, würde ich euch das Set niemals empfehlen, weil für 40 Euro kann man so viel mehr bekommen, als so ein im Endeffekt doch relativ einfachen Hydraulikbagger. Und dann fallen solche Sachen wie die milchige Scheibe und ein Fehlteil eben nochmal viel mehr ins Gewicht, als wenn vielleicht 30 Euro UVP dort stehen würden und man das Set für 20 kaufen könnte. Aber okay, wenn wir da über Lego-Preise reden, sind wir da im Traumland. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare.
Vielleicht habt ihr ja ganz andere Erfahrungen gemacht und wird der gesamten Community damit sehr weiterhelfen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gern wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.